Hoffmanns Erzählungen, eine fantastische Oper von Jacques Offenbach. Hoffmann ist in der Oper selbst der Held der Erzählungen. Um den Kummer über die Launen seiner geliebten Stella zu vergessen, zecht er zusammen mit Studenten in einem Weinkeller. Doch er ist nicht der Einzige, der hinter Stella her ist. Auch Stadtrat Lindorf hat ein Auge auf die Schöne geworfen. Der Lindorf, glaube ich, wird versuchen, den Hoffmann ins Abseits zu drängen, dass er lässt ihn sich betrinken. Und wenn dann die Stella kommt, hofft er, dass der richtig schön besoffen ist, damit er dann als Gentleman strahlen kann. Erst einmal beginnt Hoffmann also zu erzählen, und zwar von seinen Frauen. Beziehungsweise von einer Frau. Denn die Geschichten, die er erzählt, beschreiben alle seine geliebte Stella. Zum Beispiel die Geschichte um seine große Liebe Olympia. Eine lebensgroße, bezaubernd aussehende, mechanische Puppe. Von Coppelius bekommt Hoffmann aber eine mysteriöse Brille. Ja, der Coppelius ist so ein super Handwerker, der kann magische Augen und Brillen herstellen. Und die Brillen beschreibt er so, dass die alles Seelenlose mit Seele beleben. Und so wird für Hoffmann eben auch eine Puppe lebendig. Verbunden werden die Frauengeschichten auch durch die Musik. Das ist ein Mix aus Operette und dramatischer Oper. Das sind vier verschiedene Opern innerhalb einer ganzen Oper. Und das ist eine Variation aus ganz Leichtigkeit, der Olympia-Akt, und ganz dramatischer wie in Giulietta. Inszeniert hat die Oper der Intendant des Staatstheaters Martin Schüler. Und das bereits zum zweiten Mal. Vor 20 Jahren war Hoffmanns Erzählungen schon einmal zu sehen. In mir ging es darum, dass man die Klammer sozusagen, wie Hoffmann die Geschichten erzählt, dass man das deutlicher bringt. Nicht so trennt die Elemente, sondern dass er versinkt in die Fantasie, in die ein Künstler hineingerät, sodass sich Realität und Fantasie vermischen und er so sehr genau rankommt an die Beschreibung dieser einen Primadonna, der Stella, die er zerlegt in drei verschiedene Frauentypen. Ja, und welche drei Frauentypen das sind, das erfahren Sie in der Oper Hoffmanns Erzählungen. Die aktuellen Aufführungstermine finden Sie im Internet unter www.staatstheater-cottbus.de.